Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir werden uns heute wieder wie jemand anderes kleiden, und zwar eine YouTuberin namens Anita Girlytainment. Eine sehr coole YouTuberin, die ich auch schon länger kenne, also zumindest den YouTube-Kanal, finde ich auch sehr cool, und wir werden mal gucken, ob wir das Ganze so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Ja, dazu habe ich mir ein Bild ausgesucht von der guten Anita, und zwar dieses hier. Das werde ich auch versuchen nachzustellen. Leider ist mir schon jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen, denn meine Aufnahme hat nicht funktioniert, obwohl ich schon sehr weit fortgeschritten war. Deswegen habe ich auch schon eine andere Frisur, die übrigens mega, mega teuer war. Die gibt es hier bei Salon Bell in Jalaheim. Und ich habe auch schon Stiefel gekauft, und zwar diese hier. Die sieht man zwar nicht auf ihrem Foto, aber ich habe ganz viele Folgen und Fotos gesehen, wo sie solche Stiefel trägt, und deswegen habe ich diese hier gekauft. Die waren nicht so teuer, die sind aus dem Shopping Center für 49 Starcoins, das ist noch einigermaßen erschwinglich. Und die Haare, die waren so teuer, aber es sind die einzigen braunen Haare, die ein bisschen gewellt sind. Und Anita hat ja so schöne Locken und lange Haare, das sind die einzigen, die wirklich dazu passen. Dazu wollte ich mir eigentlich das NSK hier aussuchen, weil ich leider keinen Haflinger habe dazu. Aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich wirklich das hier behalten werde oder ob ich nochmal in meinen Stall schaue nach einem anderen. So, nun gucke ich aber nochmal in meinen Rucksack, denn ich habe schon ein Oberteil ausgesucht, das wir dafür nehmen können. Und zwar ist es dieses hier. Das passt farblich wirklich am besten zu allen T-Shirts, die ich sonst so habe, und zu dem Bild natürlich auch, weil da ein bisschen Pink drin ist. Das Blau stört zwar, aber ich finde es trotzdem irgendwie am passendsten von den Sachen, die ich so gefunden habe. Dazu ziehe ich noch eine braune Hose an. Passt standardmäßig irgendwie immer ganz gut dazu. Und noch einmal braune Handschuhe. Das ist so jetzt erstmal mein erstes Outfit dafür, mein Basic Outfit. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen was wegnehmen, das werde ich jetzt auch nochmal tun. Und zwar meine geliebten Elfenohren müssen weg und einmal der Hut. Das ist jetzt erst einmal das Basic Outfit für Anita. Aber ich werde natürlich auch noch versuchen, das ganze Foto nachzustellen. Ich habe zwar nicht, oder ich habe nicht die Möglichkeit, mein Pferd pinke Haare zu machen. Aber dafür habe ich so eine kleine Blume schon mal in die Haare getan. Ja, jetzt werden wir natürlich aber auch erst einmal noch nach dem Make-up gucken. Denn die gute Anita hat immer einen sehr dezenten Lippenstift, wenn sie überhaupt Lippenstift trägt. Und deswegen gucken wir noch einmal ganz schnell beim anderen Friseur. Warte, ich nehme das Pferd einfach mal mit. Und dann schauen wir mal. Oh, ich ärgere mich aber wirklich zu Tode, muss ich sagen, dass die Aufnahme eben nicht funktioniert hat. Ich bin ja nun schon eigentlich so weit gewesen und habe schon 20 Minuten vor euch aufgenommen. Und ja, das hat alles leider nicht geklappt. Warum auch immer, fragt mich nicht. Ich habe es auch nicht gemerkt, sondern jetzt gerade erst. Aber wir gucken trotzdem nochmal den Rest natürlich. Und jetzt habe ich ja euch auch noch das andere alles gezeigt. Und wir müssen auch nochmal einmal das Pferd dann herrichten. So, hier gibt es ein Make-up, das ich ganz cool finde. Kosmetikerin. Oh, ich kann es mir sogar noch leisten. Welches ist es denn? Oh, da sieht die Nase aber nicht so schön aus, ne? Da ist sie direkt so geschminkt, die Nase. Oder es ist, nee, es ist direkt eine andere Nase. Hier auch. Oh, ich glaube fast, dass das doch nicht klappt mit denen. Ach, schade. Ja, ich hätte sonst die hier genommen, aber die Nase gefällt mir dann gar nicht. Oder das hier hätte ich auch genommen. Aber die Nase sieht dann so breit aus. Das gefällt mir leider nicht so wirklich. Das sieht auch eigentlich sehr schön aus. Passt aber nicht zum Thema. Das sieht auch süß aus, ne? Das sieht auch echt schön aus. Obwohl ich ja sagen muss, dass das Anita dann irgendwie noch ein bisschen ähnlicher sieht. Ich meine, Anita hat ja auch nicht so die mega schmale Nase. Die ist ja auch schon so ein bisschen breiter. Das passt ja eigentlich gar nicht mal so übel dazu. Finde ich eigentlich sehr passend sogar. Ist zwar nicht so mein Style, aber für 25 Starcoins, glaube ich, mache ich das. Das sieht jetzt total anders aus, als wie ich sonst aussehe. Aber für Anita machen wir das mal. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Also irgendwie passt das aber zu den Outfit und alles total gut dazu.
Oh, jetzt bin ich echt positiv überrascht, dass das so aussieht. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Hat was. Hat auf jeden Fall was. Ja, wir kommen Anita da tatsächlich immer näher. Cool wäre natürlich noch ein anderes T-Shirt, das noch ein bisschen mehr dahin kommt, dass es so aussieht. Okay. Das finde ich ja schon mal super. Jetzt werde ich aber erst einmal wieder auf mein Pferd steigen und mich einmal abholen lassen. Denn wir gucken jetzt nochmal, ob ich noch ein anderes Pferd nehmen kann dafür. Ich glaube fast nicht, dass ein anderes noch irgendwie besser passen würde. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich noch ein hellbraunes habe, das ein bisschen besser in die Rolle passt. Oh, warte mal. Ach nee. Ah, ja, doch. Ich könnte hier... Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Moment. Ich nehme mal kurz die Blume mit weg. Und steige einmal ab und gehe einmal zu meinem Urpferd. Ist natürlich viel größer. Wie sieht denn das aus mit der Blume im Haar? So, ich habe auch schon das Pinke hier und dann die Blume. Oh, schade, da sieht man die Blume gar nicht. Oh, schade. Schade, schade. Dann geht's natürlich nicht. Halt, ich muss noch das einmal mitnehmen hier. Ach, das ist schade. Habe ich aber auch noch gar nicht ausprobiert bei einem Urpferd, ob das mit so einer Blume gut funktioniert oder nicht. So, Rock Princess wäre noch, aber ich finde, Rock Princess passt auch nicht so richtig. Okay, gucken wir nochmal hier. Oh Gott, ich habe so... Rock Bell? Nee, Rock Bell passt auch nicht. Nicht so wirklich. Ich habe keins, das so wirklich passt. Ich könnte höchstens Winter Ruby nehmen und die andere Mähne reinmachen, aber ich glaube, das geht gar nicht bei den Fjordis, oder? Oder geht das bei den Fjordis? Kostet aber auch schon wieder so viel. Und ich habe nur noch 129, weil die Haare so unglaublich teuer waren. Oder ich nehme Sunflower. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ah, sieht natürlich überhaupt nicht nach einem Haflinger aus. So gar nicht. Ja, das gefällt mir aber auch nicht. Wie wäre es denn mit einem Mustang stattdessen? Ist aber auch... Nee, nicht so wirklich. Ich glaube, ich nehme dann doch Rock Princess. Die ist am... Ah, es passt auch nicht. Ich muss mir unbedingt ein hellbraunes Pferd kaufen. Demnächst mal. Habe ich ja gar nicht. Ist mir aber noch nicht aufgefallen, dass ich so eins noch gar nicht habe. Okay. Nehme ich dich dann jetzt? Nee, ich glaube, ich bleibe dann doch beim... Ja, bei Flame Wings. Und wechsel mal einmal die Sachen komplett. So, denn da habe ich auch so eine wunderschönen rosa Sachen. Das passt eigentlich alles sehr gut dazu, ne? Es sieht schon cool aus. Auch ihr steht das richtig gut, also dem Pferd. Schade, dass sie nicht ein bisschen heller ist. Nein, ich musste mir ja unbedingt das hier kaufen. Also das sieht schon mal super cool aus. Was meint ihr? Gefällt euch das schon erstmal so? Also ich kann damit leben. Also ich sehe Anita. Ich sehe Anita, auf jeden Fall. So, nun werden wir mal versuchen, irgendwie das Foto nachzustellen. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Dazu gehen wir hier oben auf den Berg. Weil auch dort im Hintergrund so richtig schön Felder und Wald so ein bisschen zu sehen sind. Und ich glaube, das kann man von hier hinten auch ganz gut sehen. So, einmal alles hier wegmachen. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappen wird. Also das Outfit gefällt mir gut, wirklich. Ich könnte noch einen Reithelm mitnehmen fürs Reiten dann. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so wichtig. Die Blume gefällt mir auch außerordentlich gut, muss ich sagen. Okay. Hier sieht es eigentlich sehr schön aus vom Hintergrund. Stopp! Der Hintergrund hier gefällt mir richtig, richtig gut. Okay. Pferdchen steht so. Ich weiß gar nicht, ob das Pferd den Kopf... Ah, natürlich. Genau zur anderen Seite. Machst du es tatsächlich genau zur anderen Seite, was? Okay, dann müssten wir theoretisch auf der anderen Seite stehen.
Nee, ist eigentlich egal, auf welcher Seite wir da stehen. Wir steigen erstmal ab und ich gucke erstmal, ob überhaupt das klappt so ein bisschen. Okay, zurechtdrücken. So, mal gucken. Guck zur Seite, mein kleines Pferdchen. Naja, klein, nicht gerade, aber naja. Also mir gefällt das Outfit sehr gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt immer mit diesem T-Shirt rumlaufen wollen. Guck zur Seite. Ich glaube, es möchte nicht zur Seite gucken. So ein bisschen angedeutet zur Seite. Das wäre auch ein schönes Foto eigentlich, ne? Ich glaube, es ist nur interessiert am Fressen. Ja, Gras, yummy, yummy. So, das Pferd schaut zur Seite. Yay, yay. Okay, jetzt müssen wir das Angesichtsfeld nochmal ein bisschen schön hinmachen. Schade ist jetzt, dass sie nicht in die Kamera schaut, aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Okay, das ist schon mal schön. Und es sieht aus, als ob so ein bisschen Abenddämmerung ist. Dann machen wir noch ein bisschen Kontrast rein. Ein bisschen Helligkeit brauchen wir auch. Und natürlich auch noch ein bisschen Sättigung. Aber nicht ganz so viel Sättigung. Ich kann es auch noch ein bisschen dichter machen, dass man... So. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön, das Bild. Das gefällt mir jetzt schon total gut. Allerdings gefällt mir die Farbgebung noch nicht ganz so gut. Muss doch noch ein bisschen dunkler sein. Kann jetzt noch ein bisschen Sättigung rein, aber nur ein bisschen. Vielleicht doch noch einen kleinen Tick heller. Moment, ich muss mal hier... So, glaube ich, sehe ich das ein bisschen besser. So, ein bisschen frontal. Tageszeit vielleicht noch ein bisschen ändern. Es ist nicht ganz so dämmerig, nur so ein ganz leichtes Dämmerung. Und Schärfentiefe ist auf jeden Fall drin. Oh, ich glaube, ich kriege das aber nicht so richtig schärfengetieft, dass beides gleich aussieht. Das ist schade. Da muss ich die Schärfentiefe doch rausnehmen. Das ist auch lustig, ne? Man kann hinten alles hell machen. Wobei, das geht schon so. Aber ich finde es ohne Schärfentiefe sogar noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also so geht's schon. So sieht's schon ganz schön aus. Noch ein bisschen so. Das sieht echt nicht schlecht aus. Von der Farbe her glaube ich auch okay. Jetzt sehe ich natürlich nicht die Mähne, weil die andere Seite, da ist die Blume drin. Aber ja gut, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Das guckt leider nur zu der Seite. Foto. Das gefällt mir gut. Was sagt ihr dazu? Ist zwar, wie gesagt... Auch der Kopf ist jetzt in die falsche Richtung geneigt und der Kopf vom Pferd auch, aber man kann nicht alles immer genau haben. Also eigentlich ist es die richtige Richtung, aber die Mähne fällt in die falsche Richtung, so meine ich das. Aber sonst sieht es eigentlich ganz cool aus. Ich kann noch einen Versuch machen. Schön, dass sie das so hält. Mensch, ich bin ja richtig begeistert davon. Einmal so... Ups, einmal zur Seite. Ja, jetzt guckt das Pferd natürlich nicht so ganz. Warte mal. Ja, du darfst auch die Augen zumachen. Das ist überhaupt kein Problem.
Na gut, Su sieht vielleicht doch nicht ganz so gut aus. Ja, dann schüttel dich erstmal ein bisschen. Ich fand das Bild aber jetzt eben gerade schon wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Was sagt ihr dazu? Schön wäre es natürlich, wenn das Pferd in die andere Richtung schauen würde, aber das macht es leider nicht. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier einfach mal so rumspielen damit. Jetzt bin ich zu weit hinten gelaufen. So, ich denke, das Bild nehme ich jetzt. Das gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut so. Finde ich schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt gut fandet mit dem Bild nachstellen und ob wir das bei anderen auch noch machen sollen und welche anderen Leute wir noch nachstellen sollen. Einfach mal in die Kommentare tippen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne noch ein anderes T-Shirt eigentlich dazu. Ich habe jetzt aber keins gefunden. Wenn ihr noch eine andere Idee für ein anderes T-Shirt hättet, könnt ihr mir das auch sehr, sehr gerne schreiben. Dann würde ich mir das gerne noch anziehen, weil ich ja jetzt erstmal die nächsten paar Wochen auf jeden Fall wie Anita hier rumlaufen werde. ja, ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Mir macht es immer sehr viel Spaß, tatsächlich sich wie jemand anderes anzuziehen. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch noch ein paar andere Videos machen werden. In dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.